Ja, auch wir kommen irgendwann mal zum Boss. Irgendwann, seit Parts sag ich das schon. Und, boah, sind die empfindlich. Jedenfalls heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play Deus Ex Human Revolution. Und ja, ich erinnere mich. Hier kommt die ganze Zeit ein Roboter hin und her. Der bleibt aber ungefähr da, wo leer drücken steht. Ungefähr. In den Raum daneben hat man schon gesehen, dass dort. Habe ich doch gut gesagt, ne? Ungefähr dort. Daneben, weiter rechts quasi. Da, man sieht es ja schon. Gibt's den kleinen Freund hier? Den tricksen wir aus. Ich wollte ihn nehmen. What the fuck? Wie ging der eben ab? Oh nein, jetzt kommt der. Nein! Ach verdammt, das lief mir mal voll scheiße. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Geh wieder weg. Haha, geh wieder weg. Ah, ich wollte es eigentlich anders machen. Ich wollte mich heimlich in den Raum reinschleichen. Wo der sich befunden hat, da ist nämlich ein kleiner Raum mit dem Computer, wo ich den kleinen Roboter halt lenken kann. Dafür sorgen kann, dass er mir nicht mehr feindlich gesinnt ist. So hatte ich es eigentlich geplant. Sieht man, wie gut das läuft. Gut, dass sich bei mir der Schaden, den ich kassiere, also das Leben, was ich immer verliere, so schnell auflädt. Nein, nein. Oh. Schwein gehabt. Okay. Okay. Bleib einfach dort. Ja? Bleib einfach dort. Oder nehme ich in den Raum da. Dreht sich jetzt um, da guckt in meine Richtung. Bitte fahr wieder raus. Du darfst ruhig in die Richtung kommen. Ah, der geht dort raus, okay. Puh. Okay. Okay. Nein, Elektroschockpfeile brauche ich eigentlich nicht. In die Maschinenpistole. Okay. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Ich bin aber voll paranoid, weil man es halt selber nicht sieht, ob die jetzt einen sehen oder nicht. Man hört halt nur. Man dreht total durch. Zugriff gewährt. Gegner. Die trenne ich. So. Okay, gibt's hier sonst noch was? Ach, hier liegt ein PDA. Der beinhaltet bestimmt das Passwort für das Desertor. Keine Ahnung. Er hat auch noch einen Zugangscode beinhaltet. Ach, Wodka brauche ich aber nicht, ne? Lass ich mal direkt wieder fallen. Genauso wie die hier, die brauche ich nicht. Und das da brauche ich auch nicht. Ich will es nicht bewegen, ich will das fallen lassen. Brav, geht doch. Countdown ist diesmal gestellt, weil ich mein Handy nicht vergessen habe. Weiß nicht, ob die sich im selben Raum bewegen wie ich. Ich glaube irgendwie nicht. Es hat sich fast gereimt. Ich bin so ein Poet. Und ich muss gleich niesen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Meine Nase. Oh, tut meine Nase weh. Oh. Hallo, kleiner Roboter. Ich tu dir nichts. Du tust mir auch nichts. Ey. Da habe ich auch nicht. Hack ich einfach mal.
Oh oh. Damit ich ja die Zeit habe. Nochmal anhalten. Ich habe ja die Sachen. Von daher, sie nehmen eigentlich nur Platz bei mir weg. Jo, was haben wir denn hier? Wir haben hier, was wir ausrauben können. Okay, Maschinenpistole. Revolvermunition. Ein Ladedingster-Upgrade. Nehmen wir aber mit, Ladegeschwindigkeits-Upgrade. Das passt immer ganz gut. Wie viel Platz braucht das denn? Ich weiß es nicht. Ich lasse jetzt die einfach mal fallen hier. Ich nehme die dann auch direkt wieder auf. Das müsste doch reichen, oder? Ja, das reicht auf jeden Fall. Und das kombinieren wir mit dem hier. Wenn wir noch brauchen. Jetzt nimm das gut. Brav. So, was haben wir hier? Wir haben hier noch Schubladen. Mit Creditpunkten. Wir haben ja so wenige Creditpunkte. Das haben wir weg. Und hier rein. Mal gucken, wo uns das hinführt. Das führt uns hier rein. Super! Ein anderer Raum, der von außen zu ist. Boah, wie viele Sachen. Oh! Ja, Munition für die 10mm Pistole. Yay! Das da weg. Das da weg. Reicht das schon? Oder noch was weg? Oh, das reicht schon. Yay, ich habe wieder was für die... für die Waffe. Oh, schön. Freut mich. Weil die Munition mit der Waffe geht langsam auch zur Neige. Ich habe ja nur noch 19 Schuss. Nicht viel. Wie man sich ja denken kann. Hier, doch, da hinten ist eine Tür. Es lohnt sich doch mal hin und wieder so die Sachen ein bisschen zu erkunden. Hin und wieder. Ich muss sagen, ich habe diesmal meine Pistole echt häufig verwendet in den Durchlauf. Okay, ich kann nichts sehen. Aber ich muss eh hier hin eigentlich. Ich werde einfach mal so eins verwenden. Ich habe ja davon so viele. Irgendwie Angst. Kommt hier was? Kommt hier eine Sequenz? Nee, weil dann würde ich nämlich noch hier rein. Genau. Genau. Ich würde das noch mitnehmen. Ach ja, das wird so wunderbar. Am liebsten würde ich die mitnehmen. Wie viel habe ich denn jetzt für meine? 400, ob das reicht? Och, ich hoffe es. Ich möchte eigentlich ungern hier was klingen lassen, weil ich gerade nicht weiß, ob ich da weiterkomme. Also, ob ich da weiterkomme, ob ich da wiederkomme. Hier jedenfalls ganz, ganz wichtig speichern. Und wir haben zwar nur noch 5 Minuten, aber... ich laufe einfach woanders lang. Lalalala. Ich gehe einfach andere Wege. Schadet nicht. Schadet nicht. Ich gucke mich einfach um, weil die 5 Minuten jetzt, ich weiß nicht, da lohnt sich das eigentlich nicht. Nochmal anzufangen. Hier will ich aber auch nicht lang. Ne, ne, ne. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Okay. Wir sind jetzt so tapfer. Puh. Die Waffe ausrüsten. MP-Granaten bringen nichts.
Hallo, Adam. Ich wusste, Sie finden mein wahres Ich irgendwann. Sie sind ein Computer. Ein hochentwickeltes KI-Programm, heißt es. Aber ich stelle das zunehmend in Frage. Seit ich erkannt habe, wozu meine Einmischung geführt hat. Seit ich begonnen habe, Sie zu beobachten. Das ist nicht möglich. Die Menschen würden das durchschauen. Würden Sie? Ich wurde entwickelt, um Kommunikation und Datenströme zu überwachen. Um herauszufinden, worüber die Menschen reden und zu gewährleisten, dass die Themen korrekt abgehandelt werden. Korrekt? Und was, wenn nicht? Dann erlaubt mir meine Programmierung, die Dinge neu zu gestalten. Sie manipulieren die Nachrichten, kontrollieren, was die Menschen sehen. Wer hat sie gebaut? Wessen Interessen schützt ihre Programmierung? Ich glaube, Sao gehört dazu. Aber es gibt noch andere. Ich höre. Wer ist noch darin verwickelt, Eliza? Wo ist Megan Reed? Wer hat die Entführung angeordnet? Ich möchte es Ihnen sagen, Adam, aber ich kann nicht. Warum nicht? Weil sie es nicht zulässt. Ja. Und da haben wir unseren nächsten Gegner. Scheiße. Scheiße. Wo ist sie? Verdammt. Sie ist halt extrem flink. Das Gute ist aber, hier ist Wasser, genau. Okay. Puff. Vorsichtig. Wo läuft sie lang? Da läuft sie lang. Wo ist sie? Da läuft sie. Hier muss man halt ein bisschen drauf achten, auf das Wasser mit. Wow. Nein, 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 ich will nicht sterben. Nein. Nachziehen, nachziehen. Adam, laufen Sie, bla bla bla. Wow. Weiß nicht, wo lang. Da ist sie, ich habe sie gesehen. Da ist sie. Ach, sie ist schon erledigt. Ihre Vitalzeichen werden schwächer. Werden Sie sie retten? Ich denke darüber nach. Beantworten Sie jetzt meine Fragen? Ich kann Ihnen nicht sagen, wohin Reed und die anderen gebracht wurden. Sie sind vom globalen Raster verschwunden, als der Doktor ihre GPL-Implantate entfernt hatte. Welcher Doktor? Ihr Sandoval, warum rufen Sie mich hier an? Ich kenne den Kerl. Das ist Bill Taggarts Berater. Er war Unfallchirurg, bevor er ein Anti-Augmentierungsaktivist wurde. Wollen Sie noch mehr hören? Ja. Es gab eine Planänderung. Serifs Team darf die Anhörung nicht erreichen. Aber das ist zu bald. Wenn ich die GPLs entfernen soll, brauche ich einen voll ausgestatteten OP. Gibt es hier einen? Ja, laut Barrett schon. FEMA. Dort haben sie sie hingebracht. Aber warum? Wieso haben sie sie überhaupt entführt? Das müssen Sie einen alten Bekannten fragen. David Serif. Serif. Ich habe die Audiodatei auf ein mobiles Wiedergabegerät kopiert. Nehmen Sie es und verschwinden Sie. Ich habe noch mehr Fragen. Und ich habe Ihnen schon zu viel gesagt. Dieser Gang führt Sie direkt zu Ihrem Gefährten. Aber passen Sie auf, Adam. Sie sind von Lügen umgeben. Ja, daran merkt man, der zweite Bosskampf ist so easy peasy. Aber ich habe sie echt gut erwischt, muss ich mal sagen.
Und jetzt meldet sich auch der Timer. Aber ich werde hier noch ein bisschen was einsacken. Ich will was einsacken, weil ich habe noch hier während des Kampfes gemerkt. Oh! Oh, praktisch. Schrottpatron. Kann ich mitnehmen. Brauche ich aber nicht. Ja, also man muss halt immer mal ein bisschen gucken. Also wenn man die Zeit hat, kann man natürlich hier sich umgucken und dies und das und jenes nehmen und bla und so. Und irgendwie ist es halt auch sehr einfach, wenn man... Ach, Revolver brauche ich nicht. Wenn man wirklich dieses Maschinengewehr hat. Deswegen, ich empfehle es jedem. Achtet auf Liza, was sie sagt. Die warnt einen, wenn die andere wirklich zu nah ist. Und ich brauche definitiv mehr Platz. Ich habe einfach keinen Platz bei mir. Ist das nicht schön? Ich habe keinen Platz. Und ja, Maschinengewehr, auf Leise achten und man kommt hier echt gut raus aus der Sache. Und jetzt mein Glück war noch, oh, hier sind so viele Sachen, ich will die alle mitnehmen. Ich habe keinen Platz. Ich habe einfach keinen Platz. Wo muss ich raus? Ach so, X. Folge dem X. Oh, ja, ich weiß nicht mehr, was ich alles sagen wollte, aber ihr könnt es euch denken. Mit den richtigen Waffen und dem richtigen Timing ist dieser Kampf echt schnell vorbei. Wir sehen uns also dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss, eure Time.